Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Diesmal mit der Monika Banzhirsch. Jetzt sind wir hier in ihrem Friseursalon. Möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Monika Banzhirsch. Ich bin schon seit über 35 Jahren Friseurin. Hier in Eidenberg jetzt erst seit 6 Jahren. Habe ich da jetzt das ist im Mühlviertel, ne? Eidenberg ist im Mühlviertel. Und bin aber schon seit 17 Jahren jetzt Friseurin in der Branche Naturfriseurin und Haut-Haar-Praktikerin. Und bin sehr dankbar dafür, dass ich das auf so einem natürlichen Weg jetzt meine Berufung, meinen Beruf eben ausüben kann. Wie es dazu gekommen ist, ich war Gott sei Dank nicht erkrankt oder ich habe einfach als Kind schon erlebt, wie das ist, wenn man mit der Natur zusammen sein darf und ich war halt dann immer Friseurin und es war einfach so, dass ich erkannt habe, was ich so gemacht habe an den Köpfen der Kundinnen, ich wollte es einfach nicht mehr mit anschauen. Ich habe oft wirklich blutige Kopfhaut gesehen und ich selber bin nicht erkrankt, aber ja, ich habe eben so Hautbilder gesehen und für mich war klar, ich möchte es einfach nicht mehr machen. Ja, hat nicht zu dir gepasst. Nein, genau. Ja. Jetzt fragen sich natürlich viele Zuschauer, ob du vielleicht Tipps geben kannst in Bezug auf Haare waschen oder auch Bürsten oder allgemein zur Haarpflege. Vielleicht können wir mal gleich mit dem Haarwaschen anfangen, das ist glaube ich so das Gängigste, was jetzt den Leuten so einfällt. Kannst du was zum Haarwaschen sagen? Ja, es ist so, dass ich ja ausschließlich eben die Produkte von Colum Natura verwende. Ja. Und mir ist es eben ganz wichtig, dass die Leute, wenn sie Produkte einkaufen, wirklich lesen. Ja. Es gibt bestimmt viele gute Firmen, ja. Aber der Konsument, der muss einfach lesen, was er sich heimträgt. Ja. Beim Shampoo, Haare waschen ist oft so, durch das, weil sehr starke Tenside oft verwendet werden, sprich dieses Sodium-Lauret-Sulfat, ist eines davon, das ist wirklich am häufigsten in den Shampoos drinnen. Und wir haben da wirklich auch Hautprobleme, auch weil dieses Tensid sehr auslaugt. Ja? Und die Leute wirklich auch sehr viel Kopfhaut waschen, Haare waschen, duschen auch damit. Und was dann auch noch industriell dazukommt, ist dann auch diese ganzen Silikone und Glycerine, die dann auch in diesem Shampoo drinnen sind, weil diese Sodium-Lauret-Sulfat, sprich dieses Tensid, das sehr auslaugt, braucht dann wieder Gegenspieler. Das ist dann auch ein Glycerin oder Silikon, das ja dann auch wieder das Haar verschließt oder die Kopfhaut sogar versiegelt. Und das ist dann auch das Problem, dass die Leute so wirklich einen Jojo-Effekt haben und dann auch mehr waschen müssen, weil die Talgdrüse mehr angeregt wird. Ah, verstehe, ja. Das Hautbild verändert sich da so, weil einfach diese Pore versiegelt wird mit dem Glycerin und mit Silikon und dadurch wird die Talgdrüse so angeregt und sie produziert mehr und die Kopfhautpore ist versiegelt und es passiert einfach so, dass eigentlich erst recht der Haaransatz nachfettet, weil oben versiegelt ist durch dieses Glycerin. Das heißt, die Leute werden Sie waschen sie einfach immer mehr noch die Haare, die Kopfhaut, weil das Haar eher einen nachfettenden Effekt hat. Wie so ein Teufelskreis, kann man sagen, oder? Richtig, wie so ein Teufelskreis. Und wenn man aber jetzt mit Naturprodukten, mit 100% naturreinen Produkten Kopfhaut wäscht, wo wirklich nichts drin ist von einem Glycerin und einem Silikon, dann ist diese Pore geöffnet, die Talgdrüse bändelt sich wieder ein, ja, und da wird dann auch meistens nicht so ein starkes Tensid verwendet. Also bei den wirklich 100% naturreinen Naturprodukten findest du das nicht. Also da gibt es dann diese wunderbaren Zuckertenside, die da verwendet werden, die viel milder sind und eben ohne Silikon. Ja. Glycerin findet man auch öfter, das gibt es dann als pflanzliches Glycerin. Ja. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, naja, das ist jetzt irgendwie schädlich. Es ist halt auch Glycerin auf Basis, wo halt die Kopfhautpore versiegelt wird. Besser ist, wenn das auch nicht drinnen ist. Ja.
Ich glaube, du hast mir das ja mal so nach diesem Talentzapfen-Prinzip erklärt, ne? Genau. Vielleicht kannst du das nochmal kurz den Zuschauern. Gerne. Wenn man sich vorstellt, unsere Schuppenschicht vom Haar hat so diese Form, wenn es geöffnet ist, wie ein Tannenzapfen, der sich eben wegspreizt. Mhm. Ja? Und das kommt davon, wenn ganz häufig viel Kopfhaut und Haare gewaschen wird und es werden scharfe Tenside verwendet, dann beginnt sich die Schuppenschicht so zum Aufstellen wie von einem Tannenzapfen. Ja. Und wenn man dann mit Silikon und mit Glycerin kommt, dann versiegelt sie das jetzt. Ja? Und zugleich aber auch die Kopfhautpore. Ja, und da gibt es einfach nur ganz einen tollen Effekt, das ist nämlich das Bürsten. Das wäre jetzt das nächste, genau. Genau. Also dieser, wenn man vom Tannenzapfen spricht, kann man sich das einfach so gut vorstellen im Kopf. Wenn man sehr viel mit starken Tensiden wäscht, dann stellt sich diese Schuppenschicht auf und es beginnt dann auch das Haar sich zu verrittern, zu verwirren und dann ist keine gute Kennbarkeit. Und dann braucht es eben wieder dieses Glycerin oder diese Silikone jetzt, wenn jemand auf synthetische Basis arbeitet. Genau. Und also man muss auch dazu sagen, ich war schon mal ein paar Mal bei ihr, deswegen ich kenne das alles jetzt schon ein bisschen. Aber jetzt für die das jetzt noch ganz neu ist alles, du setzt ja mehr aufs Bürsten jetzt, ne? Genau. Also du sagst ja generell mehr Bürsten, weniger waschen, ne? Ja. Es ist so, dass man, wenn jemand jetzt umstellt, ja, jetzt kommt ein Neukunde, überhaupt die Naturfriseure, die Naturfriseurinnen und die Haut-Haar-Praktiker, die diese Ausbildung gemacht haben, die haben wirklich eine tolle Erfahrung und geben das auch so weiter, dass man mindestens einmal einen Monat braucht, 4 Wochen circa, dass überhaupt einmal das Auswaschen jetzt, sage ich jetzt einmal, vom Haar, dass diese Mikroplastikteilchen, dass die wirklich weg sind, braucht es auch wirklich auch noch unter der Haut. Das heißt, 4 Wochen ist immer so ein Zeitraum, wo man davon ausgeht, dass man dann gut ausgereinigt hat mit einem milden Zuckertensid, und eben ohne Glycerin und ohne Silikon, dann findet so eine tolle Hautatmung wieder statt. Also das ist einfach wieder offen. Die Talgdrüse kann sie regulieren, und eben dann kann man ganz gut bürsten, weil wenn dann das ausgereinigt ist von sämtlichen synthetischen Stoffen, dann kann ich erst der Kundin sagen, so, jetzt beginnen wir zum Bürsten. Und dann ist es ganz wichtig, dass das eine 100% naturreine Schweinsborste ist. Ja. Es gibt auch vegane Bürsten, die sind aus Kakteen. Genau, ich glaube, wir haben auch viele vegane Zuschauer hier. Ja, genau. Also es gibt auch, ich habe schon die Erfahrung gemacht mit so Naturborstenbürsten, die was auch von Kakteen sind. Es ist schon so, dass das schneller abfährt, also diese Borsten werden schneller abgenützt. Genau. Ja. Und zum Beispiel, wenn jetzt meine Naturhaarborstenbürste ist ja aus einem Restabfallprodukt, von den Kalkutta-Schweinen und sie hat wirklich ganz einen tollen Reinigungseffekt. Und wichtig ist eben beim Bürsten, dass man wirklich diese echten Borsten verwendet, also wirklich keine synthetischen Plastikbürstenborsten, weil da würde nicht dieser Reinigungseffekt stattfinden, eben wo ich sage, wenn du viel bürstest, dann reinigst du schon sehr gut. Du ziehst sozusagen diese wunderbaren, also die Hautzellen, die man alle 28 Tage an die Oberfläche schieben, bürst dich dann raus mit diesen echten Borsten. Das bleibt dann haften an den Borsten. Du kannst es so verstehen, am Körper hat man ja diese Bekleidungsstücke, dann hat man Handtücher, da tut man schon mal diese Hautzelle entfernen. Und auf der Kopfhaut hat man eigentlich eher nur einen Kamm oder die Finger. Also daher ist wirklich ganz toll, wenn man mit echten Schweinsborsten bürstet oder mit Kakteen, damit wirklich diese, mit Kakteenbürsten wollte ich sagen, damit diese Hautzellen entfernt werden. Und das Tolle ist auch noch, das ist einmal Nummer eins die Reinigung und zugleich bleibt dieser Talg, denn wir so wunderbar auch ausscheiden, Stoffwechselendprodukt kann man auch dazu sagen, bleibt dann haften
an der Borste. Ja. Und das wird wiederum als Pflege zugleich in die Länge und Spitze vom Haar frisiert. Also habe ich da zugleich Pflege von meinem eigenen Haar. Also durch die Bürste kann ich es verteilen sozusagen. Richtig, ja. Genau. Also die Hautzelle wird entfernt und dieses Sebum, sprich das ist auch dieser Talg und diese wunderbaren Salze, die wir selber produzieren, ja, unser Körper. Ja. Und wenn da die Pore geöffnet ist, weil da keine Einflüsse mehr da sind von irgendwelchen synthetischen Mitteln, die jetzt da diese Pore verstopfen, ja, dann ist das alles so gut reguliert und man kann dann wirklich mit der Bürste sehr gut reinigen. Genau, zu der Bürste wollte ich auch noch vorhin sagen, ich habe die Bürste ja auch selber, ja, durch deine Empfehlung, und ich habe auch am Anfang ein bisschen gehadert und so, aber weil du halt wirklich gesagt hast, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, dass es ein Restabfallprodukt ist, ne? Ja, das heißt, die Schweine werden jetzt nicht extra deswegen hingerichtet, aber nein, das ist einfach, die Schweine sind eh schon sozusagen hingerichtet, ja, worden, und dann nimmt man das halt, ja, immer noch dafür her. Ne? Ganz genau, es wird verwendet dann noch, genau. Und also ich merke das auch bei meinen Haaren, dass das schon ein Unterschied ist. Also wirklich positiver Unterschied. Ja. Und genau, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen, ja. Das freut mich. Ja. Ich kann mich auch erinnern, wie ich bei dir gebürstet habe, ja, ja, weil genau, du vorhin sagtest, wegen diesem Tannenzapfen-Effekt. Ja. Und wenn du eben viel bürstest und du hast langes Haar, dann spürst du einfach, wie geschmeidig das Haar wird und wie das auch glänzt und gepflegt, ja, wird durch, ja, dein Eigenprodukt, das haften bleibt an der Borste von der Bürste und du das ja auch dann bis in den Längen und Spitzen reinfrisierst und somit, ja, werden sie gepflegt und versiegelt. Ja. Und ein schöner Glanz, ja, ist dann. Richtig. Genau. Und Massage, die Durchblutung wird angeregt. Also da kommen wirklich ganz viele wunderbare Effekte zusammen, die, ja, das einfach, ja, dann das Haar schön glänzend aussehen lassen. Ja. Jetzt fragen sich, glaube ich, auch jetzt viele, ja, wenn ich jetzt das Haar quasi weniger, also wenn es besser wäre, das Haar weniger zu waschen, wie ist da diese Umstellungsphase? Mhm. Also vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja. Genau, das ist auch dann immer so eine Begleitung von der Naturfriseurin, vom Naturfriseur mit der Kundschaft oder mit dem Klienten, weil man einfach diese Ausdauer, das ist schon wirklich auch ausdauernd. Gerade wenn man so umstellt, wird einmal diese Talgdrüse bestimmt mehr Talg produzieren, weil einfach diese Ausschüttung stattfindet, weil vorher ist doch irgendwie versiegelt gewesen. Ja? Die Pore durch diese Glycerin und Silikone ist ja das versiegelt und sie arbeitet und arbeitet. Und auf einmal kommt da wer mit einem 100% Naturprodukt, das jetzt kein Glycerin, kein Silikon drinnen hat und öffnet die Poren mit der Bürste. Genau, wenn das mal geöffnet hat. Genau, genau. Jetzt passiert dann da wirklich ein enormer, ich sage jetzt einmal, es wird wirklich mehr ausgeschüttet. Das kann ich sehr gut beobachten bei Kundschaften, die so die ersten zweimal da sind. Und das stimuliert sie dann, das regeneriert sie dann. Ja. Es fängt dann an zu weniger werden, also der Teil wird produziert, aber es ist einfach eine normale, ich sage jetzt ein normales Produzieren, ja, und man verteilt das wunderbar mit der Bürste. Ja? Und es wird einfach dann so ein Gefühl, der Haaraufrichtemuskel, den muss ich auch noch erwähnen, der ist, aha, auch so wunderbar, den haben, ja, wir ja auch, also wir haben sogar einen Muskel, weil wenn du die Gänsehaut bekommst, dann stellen sich was, die Härchen auf. Ja. Genau. Und der Muskel wird auch trainiert, sprich, sollte mal jemand verstärkt Haarausfall haben, ist es auch gut, wenn man sehr viel bürstet. Ich höre es dann immer wieder, dass wer sagt, nein, mir fallen die Haare jetzt aus momentan, ich würde jetzt mich gar nicht getrauen zu bürsten. Dann sage ich, oh doch, bitte bürst ganz viel. Das ist wirklich ganz toll, wenn du bürstest, weil der Muskel, der haarfrechte Muskel wird so trainiert. Ah, ja, durchs Bürsten, okay. Genau. Ja. Und es gibt auch drei Phasen vom Wachstum vom Haar, Wachstumsphase, diese Ruhephase und diese Ausgehphase. Und wenn man dann mithilft, das Haar zu bürsten und die dann schon in der Ausgehphase sind, werden dann ausgebürstet, dann hat eigentlich das Haar in der Wachstumsphase und in der Ruhephase einfach die Chance mehr, dass es auch kräftiger wird. Ja.
Und ja, das ist so ein toller Ablauf. Also man muss wirklich da im Tun einfach reinkommen. Und weil du gefragt hast, vorhin diese Umstellung, ja, ist ja einfach, ja, wirklich momentan, dass man das aushält, dass das Haar einfach am Anfang etwas talgiger ist. Mhm. Ja. Aber ist wenn man das so durchstellt, ich sage immer die ersten 4 Wochen, dann merkt der Kunde selber, das stimmt, es hat sich dann ganz gut eingebildet. Ja, ja, ja. Es gibt schon eine Art von Haaren, also oder Leute, die sehr feines Haar haben, ja, mhm, und vielleicht haben sie auch einen Beruf, wo sie vielleicht eine Mütze tragen müssen oder einen Helm, ja, mhm, und da ist halt einfach so, dass man dann darunter schwitzt oder die Luft nicht so dazu kann. Da ist halt, ja, dann schon ein bisschen anders, aber für normalerweise lässt sich das nach 4 Wochen ganz gut, okay, regenerieren. Also wenn man das durchgehalten hat, dann, mhm, hat man schon gewonnen. Und ja, man kann. Also genau, bei mir war das ja auch so ungefähr. Also, mhm, ich habe das ja auch schon angefangen, ne? Durch dich bin ich drauf gekommen. Und genau, ich glaube die ersten 4 Wochen waren das, wo sie einfach mehr Teig gebildet hat. Aber das hat sich echt wieder angependelt. Also war ich auch ziemlich erstaunt eigentlich und habe dann auch einfach ganz viel gebürstet und bin jetzt immer noch dran, einfach immer weniger halt, Shampoo zu verwenden, also ich sag mal Naturshampoo, also von deinen Produkten jetzt, und sonst wasche ich es einfach mit Wasser, ja, das machen ja auch, glaube ich, recht viele, ne? Ja. Und also mittlerweile geht es auch recht gut, ja, ja, und ich mache das jetzt auch immer seltener mit dem Shampoo und sehe echt, wie die Haare das eigentlich gar nicht so brauchen, wie das viele denken, ne? Also, ja. Die meisten waschen ja wahrscheinlich jeden Tag oder jeden 2 Tag oder so. Aber wenn man das dann selber erlebt, dass das eigentlich gar nicht so nötig ist und dass die Haare halt, ich denke mal so in der Steinzeit haben wir auch kein Shampoo gehabt, ne? Also irgendwie wird sich die Natur auch schon was dabei gedacht haben, denke ich. Ja. Ich wollte dich noch fragen, wenn jetzt jemand so seine Haare besonders stylen möchte, ne? Es gibt ja so Haargel zum Beispiel oder... Was sagst du zum Haarstyling zum Beispiel? Vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen, ja. Gerne. Es ist dann so, dass wenn man mal das ausgehalten hat, diese 4 Wochen, und man hat jetzt wirklich diesen Ist-Zustand wieder vom Haar, dass man die Haar ganz anders wieder so griffig sind, die Haare. Die sind einfach nicht mit Silikon oder mit einer Ummantelung von Plastik. Mhm. Das heißt, die haben ganz einen anderen Halt jetzt wieder. Und da wird es dann auch so, dass man mit den Styling-Produkten auch ein bisschen zurückgeht, weil dieser Ist-Zustand vom Haar, mhm, ist einfach kräftiger. Ja? Und dieses, okay, Bürsten macht eben auch den Haarfrichtemuskel so wunderbar, dass das auch nach dem Bürsten, dass das einfach ganz einen anderen Halt wieder hat. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sehr dankbar, dass ich trotzdem auch zu den Hochzeitsfrisuren oder wenn sich Zahnschnitte, ja, genau, anbieten, sowas, ja, dann möchten sich auch gerne die Leute Styling-Produkte reingeben. Mhm. Und es gibt so wunderbare Styling-Produkte, die rein aus 100% Natur hergestellt werden. Ja, und cool, das ist auf Basis eben auch von Bienenwachs und es ist auch immer Weingeist, mhm, drin, damit es einfach haltbar gemacht wird. Es kommt dann auch noch Xanthan-Gum dazu, dieser Shellac ist drin. Shellac, ja. Mhm. Also das ist wirklich alles Naturprodukt, wo man wunderbar mit Zucker, mit Bier, ja, kann, ja, man wirklich, ja, einen Halt auch erzielen. Also das gibt es tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Also wir verwenden, wir Naturfriseure, wir verwenden auch diese wunderbaren, ja, natürlich, 100% super, natürlichen Styling-Produkte. Genau. Die gibt es auch. Ja, sehr schön. Gibt es dann eigentlich auch Unterschiede von, ich sag mal, glatten Haar zu lockigem Haar? Ja, also, genau, das ist ja auch gut, dass du da fragst, weil die gelockten Haare, die wirklich eine starke Naturwelle haben, die haben immer diese Befürchtungen, dass die Locken nachher nicht mehr so schön sind. Okay. Und ich sage immer, du kannst ganz viel bürsten, auch wenn du eine starke Naturwelle hast.
Wichtig ist einfach, dass diese Hautzellen, diese Stoffwechselendprodukte rausgebürstet werden, die Pflege wieder vom Teil in die Länge und Spitze gebürstet wird, dieses Eigenprodukt Sebum. Ja. Und dann kannst du wieder mit einer Sprühflasche Wasser oder mit angefeuchteten Händen kannst du diese Locken wieder stylen. Oder mit Hilfsmitteln auch noch von Stylingprodukten, die 100% Natur sind. Genau. Aber oft braucht es gar nicht, weil dieses wunderbare, ummantelte Haar, diese Naturwelle, es wird so wunderbar ummantelt vom Sebum, vom Talg. Und wenn du dann nachher mit feuchten Händen reingehst, dann hast du wirklich wieder diese Sprungkraft. Ja, super. Ja. Und glattes Haar, feines Haar, es ist auch so, dass der Haarfrüchtemuskel wunderbar trainiert wird und das Haar oft wirklich mehr Volumen wieder erhält als auch. Wie gesagt. Macht doch irgendwie Sinn. Ne? Mhm. Ja, ja, absolut. Und wenn man jetzt das Shampoo verwendet, das wirklich aus Naturinhaltsstoffen ist, also 100% aus Naturinhaltsstoffen, dann verdünnt man das ja noch, glaube ich. Ne? Genau. Genau, vielleicht zur Relation mal irgendwie ein bisschen. Ja, das ist auch toll, wenn man diese Konzentrate verwendet. Mhm. Also, ich habe die Produkte von Colum Natura und bei uns ist das Shampoo so, dass wir da Konzentrate erhalten und diese werden dann verdünnt, zum Beispiel 10 ml vom Shampoo aufgefüllt auf 100 mit Wasser. Und da kann man sie dann auch ausrechnen, dass man sie wirklich im Jahr einiges auch an Flaschen wirklich da erspart. Ja. Genau. Also das ist echt toll, dass man das einmal berücksichtigt auch damit. Mhm. Und überhaupt generell wäre es gut, wenn alle Leute die Shampoos verdünnen würden, weil es ist oft gar nicht erforderlich, dass so, das jetzt so genau, genau, so notwendig. Genau. Und ja, wir haben da ganz gute Erfahrungen eben mit diesem Konzentrat-Shampoo. Und es wird eben verdünnt und der eine wäscht es einmal oder zweimal, je nachdem, wie man das gerne hätte. Genau. Also ich kann mich erinnern, dass das bei mir auch recht lange gehalten hat. Ich glaube wirklich, also Monate bestimmt. Mhm. Also das ergiebig ist es auch. Es ist sehr ergiebig auf jeden Fall, genau. Genau. Ja, ja. Genau. Ja. Ja, ich neige auch so dazu im Sommer, wenn ich viel bürst und wir wissen ja alle, man schwitzt einfach dann und Salze schwitzt man raus und da ist einfach ganz wichtig, dass man diese Stoffwechselendprodukte von der Kopfhaut wegbürstet und dann liebe ich das auch, wenn ich wo die Gelegenheit habe, irgendwo ein Biotop oder einen Seebesuch und ich mir das dann ganz gerne oft trennen lasse. Ja, das ist ja auch natürlich. Ja. Genau. Es geht immer um dieses Milieu. Ja. Und unser Milieu, überall haben wir unser Milieu und dass das halt nicht kippt. Dazu ist einfach dieses Bürsten ganz wichtig. Genau. Kopf, Haut bürsten, Haare bürsten. Und ja, dann kann man einfach auch ein bisschen mit den Produkten einsparen. Mhm. Ja, stimmt eigentlich. Braucht man ja langfristig was. Ja. Genau. Und du hast es ja auch schon gesagt, was halt auch wichtig zu verstehen ist mit den Bürsten, ne? Dass das eigentlich Haare, also dass das ein Stoffwechselendprodukt entfernt. Also das hat man, das will man eh nicht mehr haben eigentlich. Eigentlich ist es ja eh überfällig sozusagen. Ne? Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die dann Angst haben, oh, wenn ich jetzt Haare bürste, dann habe ich weniger Haare oder so mit der Zeit. Genau. Aber es ist eigentlich eh was der Körper abgestoßen hat, ne? Sozusagen. Genau, ne? Genau. So sagen, da kommt es eben wieder ins Spiel, wo ich vorhin gesagt habe, diese Wachstum, also diese drei Arten von, dass wir eine Wachstumsphase haben, eine Ruhephase und eine Ausgehphase. Und das wiederholt sich einfach ständig und wir haben einfach unterschiedlich, immer unterschiedliche Haarlänge auf unserem Kopf. Ja. Und wenn der gut gebürstet wird, dann wird auch gut durchblutet. Das ist einfach sehr gut und wichtig. Weil du das vorhin gesagt hast, mit dem See ist mir noch eingefallen, du hast mir auch mal erklärt, dass das Haar spröde wird, wenn man in die Sonne geht, glaube ich. Ne? Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Gerne. Ja. Wenn das Haar jetzt so, man sagt einmal 2 Jahre, wenn man es jetzt wachsen lässt oder 2,5 Jahre, dann hat man es ungefähr Schulterhöhe.
Und dann kann man auch schon sagen, das ist auch dann schon ein altes Haar. Ja? Und es ist so, auch wenn diese Wachstumsphasen dazwischen sind, aber es schafft es halt immer Länge von Haaren, dass das runterkommt. Und dann sagen wir auch, dieses Haar wird dann auch eher in die Richtung gehen, dass das dann auch geöffnet wird. Wir haben ja auch pH-Werte auf unsere Haare. Wir haben auf dem Haaransatz haben einen anderen pH-Wert als wir in den Haarlängen, wenn man jetzt langes Haar trägt. Und ich vergleiche das immer so gern mit einem Gartenschlauch im Sommer, der in der Sonne liegt. Und wir gehen ja auch im Sommer gern raus und schwimmen oder vielleicht ins Meerwasser und ja, Sonne, Wind. Dann kann es schon mal sein, dass dieses Deckhaar von unseren Haaren einfach sich eher trockener anfühlt. Und da braucht es dann einfach diese Pflege. Und es gibt so wunderbare Naturprodukte auch, die sehr viel Proteine beinhalten und Feuchtigkeit. Ja, dann gebe ich das zurück, dann gebe ich das dem Haar zurück, indem dass ich das verwende. Ja. Und das braucht es dann eben auch ab einer gewissen Länge. Und ich habe vor kurzem mal was gelesen wieder und das hat mir sehr imponiert auch. Man kann es so vergleichen wie mit einem Wollpullover. Weil wenn man jetzt zum Beispiel 2,5 Jahre die Haare wachsen lässt und man wäscht sie jetzt angenommen einmal in der Woche und jetzt habe ich einen Wollpullover 2,5 Jahre und ich wasche den auch zu oft, dann weißt du, wo die Reise hingeht. Verstehe. Und das gefällt mir sehr gut. Ja. Dass man sich auch was vorstellen kann. Das stimmt, ja. Ja, das ist ein guter Vergleich, ja, richtig. Also da braucht es wirklich dann auch Produkt, wo man dann dieses Keratin, sprich in dem Fall diese Proteine wieder zurückgibt dem Haar und Feuchtigkeit. Ja. Feuchtigkeit und Proteine, aus dem besteht das Haar. Und wenn es dann länger wird dann, und Sommer und Wind, dann braucht es einfach die Unterstützung von außen, dass man auch Produkte dazu gibt, die 100% naturrein sind, biologisch. Ja. Okay. Kann man dann unterstützen und eben dieses Bürsten. Ja. Und was halt auch noch ganz ein wichtiger Faktor ist, dass man auch sie gut ernährt eben. Ja, dass klar. Man einfach gute Dinge zu uns nehmen, sprich ja, einfach gutes Essen, gutes biologisches Essen. Ich glaube, Haare bestehen auch aus Eiweiß. Ne? Richtig, genau. Ja, Keratin. Dass wir auch hochwertiges Eiweiß dann zu uns führen, ist dann wahrscheinlich auch. Also toll ist auch, wenn man biologisches, pflanzliches Eiweiß zu sich nimmt. Ja. Und mir fallen halt da immer wieder diese frisch geflockten Haferflocken ein. Genau, weil das Haar aus Keratin besteht und ich das dann auch zu mir nehme und es dann einfach im Blutkreislauf drinnen ist und es einfach nichts verkehrt. Ja, klar, super. Mhm. Okay, möchtest du sonst noch was Wichtiges sagen? Ja, es ist mir wirklich auch so ein Anliegen wegen unserer Abwässer. Und das hat mich auch schon dazu angeleitet, dass ich einfach umstellen möchte oder diese Berufung Friseur sein weiterhin machen möchte, aber wirklich auch mit einer Achtsamkeit unseren Abwässer gegenüber und unserem Wasser. Und mir ist dann so bewusst worden, wie viel wirklich an synthetischen, chemischen Mitteln da bei den Friseuren runterläuft und es war mir einfach dann das Anliegen und jetzt habe ich das nicht. Jetzt habe ich so ein gutes Gefühl, ich kann mit so biologisch abbaubaren Produkten arbeiten und es vermittelt so ein gutes Gefühl für unsere Meeresbewohner. Ja, ja, absolut. Und genau, und eben auch für mich als Friseurin auch, dass ich einfach diese starken Gerüche, dieses Hantieren direkt mit den Händen, auch mit den synthetischen Mitteln, all das, also das habe ich jetzt nicht mehr und es macht so einen großen Spaß und Unterschied. Ja. Es ist ja sowohl für den Kunden als auch für dich schädlich. Richtig, eigentlich, ne? Also richtig. Eigentlich. Genau. Ja. Und das ist jetzt auch nicht egoistisch, in erster Linie wirklich auch, ich wollte es für mich dann auch nicht mehr machen. Ja. So. Und eben wegen den Kunden, was ich da gesehen habe an Reaktionen, eben wirklich während der Dauerwelle an einem Tag und zugleich auch noch chemisch gefärbt wurde an einem Tag. Wahnsinn. Und das ist wirklich ein starkes Stück für die Haut und für die Kopfhaut. Für die Kopfhaut und für die Haare. Und es gibt bestimmt
Typen von Leuten, die das auch, denen das nichts ausmacht, ja. Aber ich für mich habe das einfach nicht mehr vereinbaren können. Ja, da gibt es wahrscheinlich Menschen, die einfach sensibler sind und manchmal nicht so. Ja. Ja, genau. Schön ist auch immer, wenn man also diese Kopfhaut und Haare, ist es wirklich so wunderbar, wie das eigentlich von sich aus funktionieren würde mit mit dem Wachsen, mit dem Glänzen. Und ja, diese Mithilfe eben durchs Bürsten ist eben ganz wichtig. Und mir ist auch noch ganz wichtig, dass zum Beispiel auch Handtücher verwendet werden, die aus Leinen sind oder Naturfasern. Ja. Also man kann da wirklich nach und nach da schauen, was verwende ich eigentlich für meine Körperpflege im Badezimmer, was habe ich alles so in Verwendung. Du denkst ja auch ganzheitlich, ne? Das ist ja richtig. Alles drumherum genau. Auch. Ne? Genau. Ja. Und ja, das ist wirklich ein großes Plus, wenn ich jetzt auch selber nicht mehr diese ganzen Ammoniak oder synthetischen Stoffe einatmen muss. Und sowohl auch über die Haut und auch über die Nase. Ja. Ja. Und wie gesagt, es ist so wichtig, dass unser Abwasser da beschützt wird auch. Und das machen wir zugleich, indem diese synthetischen Stoffe nicht mehr vorhanden sind. Ja, genau. Ganz klar. Ja. Und auch ganz, ganz wichtig ist eben, wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben, diese Bestandteil auch eben, was wir essen, was, wie biologisch Lebensmittel wir essen. Wir wissen alle, dass das dann einfach im Blut ist und das Blut ist einfach auch die Nahrung fürs Haar. Und so ist einfach der Kreislauf und das hat sehr wohl auch eine Auswirkung auf unser Hautbild und unser Haar. Ja. Kann ich auch ein Lied davon singen. Ich hatte ja meinen Hautausschlag und das hat sich dann massiv geändert durch die Ernährungsumstellung. Also da ist mir auch echt wirklich bewusst geworden, wie wichtig die Ernährung ist. Ne? Ja. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, du bist, was du isst. Ja. Genau. Ja, genau. Trifft ja auch zu. Ne? Ja. Gut. Vielen Dank, Monika. Bitte. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und ich hoffe, das war sehr aufschlussreich für euch. Falls wer in der Gegend ist, Mühlviertel, Eigenberg, genau, kann ich dann nochmal deine, Adresse sozusagen in die Beschreibung reinpacken. Ne? Gerne. Genau. Danke. Ja. Danke dir. Danke, freue mich. Ja, danke. Freue mich auch.